Ziel ist es, ihn hier zu besiegen. Ich habe hier noch keine Quest gemacht. Das heißt, wir sind auf jeden Fall noch gut dabei, können alles ausprobieren. Ich habe nur auf einem anderen Account mal kurz angespielt und habe mir gedacht, so, ja, es könnte ganz schön knackig sein. So. Ja, genau, hier ist ein Überblick. Also ich kann das mit den Helden leider nicht noch ein bisschen besser anstellen. Aber schaut sie euch an, ganz, ganz langsam, welche würden wir denn da für den Heldenkampf nutzen wollen? Also wer würde sich denn empfehlen? Ich habe mir Mühe gegeben, dass auch mittlerweile alle 5-Sternhelden auf 40 sind, die irgendwie groß gebraucht werden. Außer, glaube ich, Dings ist noch nicht ready. Ja, okay, 2 habe ich, die sind noch nicht ganz ready. Aber ansonsten sind alle eigentlich zu gebrauchen. Ja. Ganz einfach. Fearless, natürlich. The Boy of the Boys, the Man of the Man. Der König, der jeden einzelnen platt machen kann. Wobei, im Auto-Battle hat er das eine Mal ja wirklich irgendwie mehr gerockt, als ich erwartet hätte. So, ich gehe noch mal kurz den Chat durchgucken. Nicht, dass ich irgendwie was überlesen habe. Weil das ist ja bei mir im Stream ein bisschen begrenzt. Da sehe ich dann nicht alles die ganze Zeit. Oh. Tut mir leid, Liam. Ich würde dir gerne meine Tiki geben. Na, die Quote liegt bei 5%. Ich habe schon 180 Orbs. Ohne 180. Holy crap. Holy crap. Oh, Flybel. Holy crap. Zeig mal den Robin. Vielleicht kannst du den gut benutzen. Also, diesen hier? Was? Ich musste erst bei den anderen Chat irgendwie wegklicken. Nein, du sollst da weg. Robin, okay. So, das ist der Bild. Okay, das heißt, Robin ist approved. Der darf mitkommen. Den dein Monster sehen? Bin verwirrt. Ist jetzt der gute Robin approved oder nicht? Darf er rein? Gib Robin mal Bowbreaker, wenn das geht. Ich glaube, der hat das vielleicht sogar schon. Fähigkeiten lernen. Fähigkeiten ausrüsten. Aber irgendwie war mir so, als hätte ich dem das vielleicht irgendwann mal gegeben. Ja. Hat er schon da. Okay. Ansonsten haben wir bei ihm ja noch Resistenzgefährten. Soll da vielleicht was anderes hin? Achso, welcher Discord? Unterm Video? Ich habe einen Discord-Channel. Der müsste eigentlich verlinkt sein. Moment. Ich kann aber auch den Link einfach nochmal posten. Das ist ja jetzt hier nicht... Also, ich habe einen Befehl... Ganz einfach bei, wie heißt es jetzt? Bei Twitch, aber da ich den nicht bei YouTube, also bei YouTube habe ich noch gar nichts eingerichtet, deswegen müsste man das so machen, wenn du möchtest. Egal, wenn ihr alle möchtet, könnt ihr da ruhig hinjoinen. Für Twitch ist es dann einfach, ja genau, eGamer hat es gerade schon gepostet. Aha, ah, der Text. Dankeschön, Dankeschön. Okay, und dann haben wir hier... Okay, dann wird Robin ziemlich key sein. Okay, er ist dann jemand, der... Also, es hat ja nochmal gute Sets, blablabla. Der sollte eigentlich gut vorankommen. Wen nehmen wir denn jetzt noch mit? Also, war Robin alleine... Ah, nein! Du sollst ihn doch nicht auswechseln. Kann man hier denn nirgendwo mal draufklicken, ohne dass hier gleich irgendwie Mist passiert? So... Ich muss Inferno noch machen. Ist Reinhardt da gut? Ich weiß es leider nicht. Da müssen die Experten im Chat antworten. Ich bin eigentlich immer so die Letzte, die Inferno mal hinbekommt.
So, was bei mir jetzt noch so die Frage wäre, sollte ich, also einen Tänzer auf jeden Fall wahrscheinlich mitnehmen, oder? Ich würde da ja zu Azura tendieren. Ah, ich habe sogar noch meine Robin. Okay, dann habe ich wiedergefunden. Ja, genau, die Azura meine ich. Also, aber sie muss dann auf jeden Fall, weil die ist noch ziemlich nackt. Jo, Omot, Nachti und wie gesagt, gute Besserung. Reinhardt ist OP, ich mag ihn nicht. Ja, als Gegner ist er natürlich nicht so spaßig. Ich kann ja mal gucken. Okay. Ah, Gnadenflügel haben wir jetzt auf jeden Fall für B schon mal drin. Gibt es bei. Also C ist ja eigentlich. Da würde ich mir lieber was anderes wünschen. Und A, ja, denke, kann ja bleiben, oder? Also, wie gesagt, ist sie gut? Können wir sie gebrauchen? Okay, perfektes Set, nur Wings of Mercy fehlt. Okay, dann können wir jetzt uns gleich mal ranmachen. Ach, Gott sei Dank. Auch wenn sie nicht mehr so viel am Start hat. So. Okay, Dry Fresh ist okay. Gut. Ah, schade. Ist nur Gnadenflügel 2 drin. Aber ja, das kann ja auch noch gehen. Dreiecksadepten können wir jetzt dann einfach auch nochmal mit erlernen. So. Dann kriegt sie noch ein bisschen weniger Schaden. Das wäre doch nett. So. Okay, hat sie alles so dabei. Ah, Siegel müssten wir dann auch noch gucken, welche sich am ehesten empfehlen. Aber jetzt weiter hier im Programm. Welche, hast du eine rote DC-Unit? DC? Also kannst du das doch mal ausformulieren? Ich habe gerade nicht im Kopf, was genau das dann bedeutet. Also alle roten, die halt einigermaßen was taugen, das sind die, die man jetzt hier so sieht. Distant Counter. Ah. Nee. Auf dem Account nicht. Ich habe Taya leider nur auf dem Main. Das hier ist mein Let's Play-Account. Da müssen wir dann schauen, wie wir das am besten regeln. Der Einzige, der hier Distant counten kann, ist. Wie heißt das jetzt? Hector. Und da bin ich nicht so mutig, dass ich den dafür irgendwo reinballer. Das kann ich nicht. Young Tiki, könntest du Lightning Breath geben? So, wo haben wir sie denn? Ach, da, okay. Lightning Breath, wie hieß das nochmal auf Deutsch? Oder von wem kann ich das kriegen? Du hast doch den BK, hatte der Discount Counter? Das hieß doch bei dem ein bisschen anders, oder? Ah, okay. Ja, das war bei seinem Alondite, wie auch immer, mit drin. Okay, aber er ist zu langsam. Ich guck mal ganz kurz, was Lightning Breath nochmal war. Na, wo haben wir dich denn, Vicky? So. Unter welchem Buchstaben war es denn? A, B oder C? Dann finde ich das, glaube ich, ein bisschen schneller. Oder? Ah, nee, es ist sowieso nach Alphabet geordnet. Dann geht das, glaube ich, auch. Hä, bin ich jetzt völlig? Komisch, komisch, komisch. Okay. Blitzatem kannst du von Novi bekommen. Okay, ah gut, ja. Ja, dann machen wir das einfach alles direkt im Chat. Ich wurde ein bisschen ungeduldig, aber dann hier zu suchen ist ja dann sowieso noch langwieriger gewesen.
Okay, also Erbin. Novis habe ich, glaube ich, auch noch eine Menge rumliegen. Na? Ach, okay, zwei sind jetzt halt nicht wirklich eine Menge, aber. So, Blitzatem. Was wollen wir noch mitnehmen, wenn wir hier gerade schon so dabei sind? Nochmal Resistenz gefährden? Okay, Novi, das hat Novi und alte Tiki auf 5 Sternen. Wenn man kurz eine Herzattacke bekommt, weil man vergessen hat, auf den Arbeitsplan zu gucken und dann morgen frei hat. Schwein. Funktioniert Ike denn als Distant Counter, also der normale? Könnte klappen. Wobei ich keine süße Novi für Tiki opfern würde. Ich bin sowieso nicht so der Waifu-Fan, deswegen. Nom nom nom, lass sie dir schmecken. Oh Gott, ich hoffe aber auch, dass Tiki genügend Punkte hat, weil es kann sein, also ich erinnere mich nicht daran, ob. Glück gehabt. Alles gut, alles gut. Massig, massig. Blitzatem. Zack. Oh, süß. Okay, ich würde sagen, wir stellen ja dann das ganze Set von ihr am besten irgendwie zusammen. Was mit Brydelia? Stopp, Tiki funktioniert nicht. Weil RIP Novi. Ja, jetzt ist sie schon weg. Okay, dann müsste es funktionieren. Ja, man kann es ja mit Tiki versuchen. Lohnt sich das überhaupt, wenn Blitzatem nicht plus ist? Ja, wäre vielleicht auch noch mal interessant zu wissen. Also, wenn wir es jetzt mit Tiki probieren, was wollen wir ihr dann noch mal zusätzlich geben? Weil die ist ja jetzt eigentlich noch so relativ nackt. Bei starke Flamme, Wüstig und tosende Flamme, soll sie die da noch erlernen? Oder wie machen wir das dann am besten? Ich will auf jeden Fall hier nichts irgendwie erlernen und gute Dings verschwenden. Oh, tut mir leid, ja. Okay, eigentlich Bonfire, okay. Wer hatte denn noch mal Leuchtfeuer? Ich habe so lange nichts mehr vererbt. Warte, war das Palla vielleicht? Nee. Padawan, der Mond. Als Quick. Okay, Quick Riposte. Aber da werde ich keinen kleinen opfern. Ich weiß nicht, wer hatte das denn noch? Ich habe alles nicht mehr im Kopf. Also, Adeltiki war die, die dann. Habe ich hier noch eine über? Ja. Ich hoffe, ich habe noch eine, die. Na, bitte, 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 bitte. Ich möchte. Oh, Gott sei Dank. Ja, das wäre nämlich nicht schön gewesen, hätte ich jetzt noch irgendwie hochleveln müssen. Aber dann ist ja gut. Dann ist ja gut hier. Tiki, tiki, muss das mal hier ein bisschen anders regeln, obwohl ich will lieber das Level sehen. Nicht, dass ich hier irgendjemanden verheize, den ich vielleicht noch irgendwie brauchte. So. Aschenglut und Leuchtfeuer. Nice. Nice. So. Okay, und Tsubaki ansonsten noch. Davon habe ich auf jeden Fall genug, auch wenn ich jetzt keinen auf 4 Sternen habe, leider. Da müssen wir dann, glaube ich, gleich mal ran. Wie? Ich habe hier keinen Tsubaki mehr. Ah, doch, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Gott, diese Herzattacken kurzzeitig. So, Zeit noch mal ganz kurz. Ja, dann haben wir zwar nur die Budget-Version mit Zweien, aber besser als nix.
Also mit dem Team lasse ich dich mal schwer und Lunatic figuren bei Infernal wird gecoacht. Okay. Oh nein! Ich habe echt keinen. Das wird so schlimm. Für meine Fee habe ich eine Order Tiki auf 5 Sterne gemacht und geopfert. Ich denke, heller Atem plus ist besser als Blitzatmen. Wahrscheinlich, also sowieso, wenn die ja plus haben, ist man ja besser dran, aber ob man einem das wert ist, also so gerade Tiki, die werde ich danach, glaube ich, kaum benutzen. Also, weil ich ja lieber die Boys spiele. Und dann ist es ja eigentlich irgendwie ein bisschen ärgerlich, die ganzen Federn und so weiter da reingehauen zu haben. Aber so, da du ja viel gerne spielst, ist es auf jeden Fall in deinem Fall eine richtig gute Sache gewesen. So. Faule Kyoko ist faul. So. Zack. Jetzt kriegst du dein Potenzial kurz freigesetzt, nur um in die Tonne zu kommen. So, wo bist du denn? Ich vergesse mal, dass die sowieso oben angesammelt werden. Mann, warum kann ich mir das nicht merken? Da bist du ja. Und ja, ich versuche dann Leon zu besiegen. Wollte mal gucken, ob das was wird. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte erben. So. Traurig, dass ich jetzt auch auf Erben reimt sterben. Tja, Tsubaki. Hier ist noch ein 20. Ich bin verwirrt. Habe ich irgendwann schon mal Fodder trainiert? Wahrscheinlich. Sonst wäre er da doch nicht. So. Okay. So, und. Oh, das nehmen wir auch gleich mit. Novi war mir zwar egal, aber Tsubaki tut mir ein bisschen weh. Okay, und jetzt ans Lernen. Alle Drachen sind gut. Tsubaki ist so blöd in Fates. Schade. Schade, schade. So, der andere Chat, in dem ich noch mal besser hochscrollen kann, der ist nicht mitgegangen. Komisch, komisch. So. Muss ich erstmal hinscrollen, damit ich wieder up to date bin. Okay, alle Drachen sind gut. Ja, sind sie, aber solange keine männlichen Drachen überwiegend dabei sind, bin ich eigentlich gar nicht so motiviert, mal Drachen zu spielen. So, Fähigkeiten lernen, Tiki. Ich brauche echt einen dritten Bildschirm, hier alles hin und her zu schieben und ich sehe dann nicht das komplette Ding. Das ist doch blöd hier. Blöd, 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 blöd. So. Das brauchen wir auf jeden Fall. Okay, und jetzt ist nicht mehr viel über. Wir haben nur noch 400. Sollen wir Lebensatem draufnehmen oder was anderes noch dazu? So, die Riposte ist. Repo, Repo, Repo. Oh Gott, ich habe mich gerade verklickt. Nein! Also, Quick Reposter haben wir jetzt trotzdem. Ach so, Reposition. Ah, okay. Ja, ich habe mich leider wirklich nicht.
Ich wollte es noch wegmachen, aber dann ist es ja nicht, dass du es nicht mehr lernst, sondern nur, dass du es nicht ausrüstest. Das war blöd. Aber ja gut, geht vielleicht auch ohne. Ich weiß jetzt nicht, wie viele SP wir sonst gut machen können oder ob bei meinen Versuchen nochmal irgendwas da rumkommt. Bist du das wirklich? Bist das wirklich du, Kyoko? Nicht böse gemeint, aber ich hatte irgendwie eine andere Vorstellung und von dir, also mehr in die japanische Richtung. Bitte versteh es nicht falsch. Ach, ich verstehe das gar nicht falsch. Ich finde das tatsächlich, ich empfinde das als Kompliment. Weil es gibt ja sehr, sehr viele Vorurteile, die in die Richtung gehen, so ja, dass man bestimmte Stereotypen zu bestimmten Menschen halt ordnet. Und dass ich dann halt nicht, wenn man mich nicht sieht, sofort in diese Kiste gepackt werde. Von wegen, oh, du bist dunkelhäutig, du bist dies und das und jenes. Das finde ich halt richtig toll. Und dass man mich halt erstmal für komplett, also mir wurde auch gesagt, so was, erstmal ist ja dann immer so, oh, deine Haut ist ja gar nicht hell. Und ich habe mich, also teilweise haben mir Leute gesagt, sie haben gedacht, ich bin halt so natürlich blond und keine Ahnung, hatten halt bestimmte Vorstellungen. Und jetzt auch so für eine Asiatin gehalten zu werden, finde ich halt auch gar nicht so schlecht. Also ich sehe es als Kompliment, weil wie gesagt, man hat halt einfach irgendwelche Vorurteile und ist halt immer der Meinung, Leute sind halt so und sind halt so. Und wenn ich dann halt so überraschen kann, dann finde ich das halt cool. Ich habe sie mir etwas wie auf ihrem Profilbild vorgestellt. Genau, deswegen habe ich das auch irgendwann so gemacht, weil erst hatte ich ja dieses, also jahrelang, also hier bei Twitch ist es ja immer noch das Mädel, das ich vorher hatte. Und ich glaube, ich werde sie als Avatar auch immer drin behalten, weil ich finde sie cute und hübsch und mag sie und würde auch gerne so aussehen, aber ja, was nicht ist, das ist halt nicht. Aber ich habe mir gedacht, so ja, ich habe dann wahrscheinlich, also irgendwie möchte ich mich halt doch so auf meinem Kanal irgendwann so als mich zeigen und dann ist es vielleicht ein bisschen so ein softer Übergang, wenn ich mir schon mal so ein Ava mache, der halt eigentlich eher so aussieht wie ich. Und deswegen habe ich halt auch auf YouTube mittlerweile dieses dunkelhäutige Mädchen, damit man dann halt vielleicht schon eher so drauf eingestellt ist und nicht so, oh mein Gott, so siehst du aus. Kann man natürlich trotzdem machen, weil, keine Ahnung, das macht doch jeder. Ich habe das auch bei irgendwelchen Streamern oder so gehabt. Ich habe die dann gesehen und dachte mir, wow, ach so. Habe ich mir gar nicht vorgestellt. Und das ist ja im Grunde egal, wie man aussieht. Also dieses so, du siehst halt nicht so aus, wie ich mich vorgestellt habe. Das kriegt halt jeder und ist halt unabhängig. Und das ist halt ansonsten, denke ich mal, immer interessant zu sehen, wer sich einen wie vorgestellt hat. So, jetzt habe ich mich wieder komplett verquatscht. Ah, okay, da waren wir. Ich gehe für Dragon Emblem. Gerade versuche ich, meine Ninjan besser zu machen. Mir will ich auch. Die gibt auch Drachenbuffs. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe mir ihr Set noch gar nicht angesehen. Und ja, nebenbei, während ich lese, können wir auch noch weiter überlegen, wen nehmen wir jetzt als viertes noch mit? Genau, einen guten Green. Sora hat gleich noch daran gedacht. Merrick. Der Ausdruck von dem Emote ist wirklich perfekt dafür. Ich hatte als Kind auch immer gedacht, Kyoko wäre asiatisch. Finde ich cool, ja. Mag ich. Ich werde gerne für eine Asiatin gehalten. Für mich ist das ein Kompliment. Aber ich werde gerne auch für alles andere gehalten. Ich finde nämlich, eigentlich gibt es keine wirkliche Art von Menschen, wo ich jetzt wirklich hundertprozentig sagen kann, das finde ich schlimm, weil nee, die finde ich hässlich oder die finde ich komisch oder so. Ist doch egal. Alle toll. Ich will auch irgendwann mal so ein Profil, aber das hat noch Zeit. Das gefällt mir auf jeden Fall. Danke, Flybell. Ich habe mich auch extra eine richtig coole Zeichnerin gesucht, wo ich dachte so, wow, bitte zeichne mich. Dann hat sie das sogar gemacht und dann, ah, toll, toll, toll. Okay, jetzt ist nur noch die Frage, wen nehmen wir mit? Merrick natürlich nicht. Hector ist bestimmt zu langsam, oder?
Oder sollte ich. Ja, nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also die anderen sind doch alle. Meine Greens sind nicht so wirklich, sag ich mal, trainiert. Und da mache ich mir jetzt halt so meine Gedanken, wen am besten mitnehmen. Minerva? Ja, könnten wir machen, aber da muss ich auch gleich vorweg sagen, die ist halt auch gar nicht gemacht. Also ich habe sie beschworen, als ich ja versucht habe, Chrome zu kriegen. Und seitdem hat die halt rumgestaubt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was die alles hat. Oh, Lebensfahnen. Ja, aber wir haben ja sonst keinen Flieger dabei. Okay. Raven habe ich eigentlich mehr positive Erfahrungen mitgemacht. Ich habe ihn jetzt halt noch nicht trainiert, aber er hat sich halt bei mir immer gut geschlagen und ist halt eine schnelle Type. Okay. Life and Death und Repo auf Minerva oder auf Raven? Ah. Ich bin der Einzige, der bei den ganzen Events Pech hat. Bin ich der Einzige, der bei den ganzen Events Pech hat mit den Beschwören? Vor allem was Magie angeht, ist mein Account sehr schlecht aufgestellt. Glaub mir, ich habe eigentlich. Also, so jetzt, nachdem Halloween richtig gut lief, Performing Arts richtig gut lief und nee, Weihnachten lief dann nämlich nicht mehr gut. Also, die Winterboten. Okay, Minerva. Guti, dann machen wir das mal gleich. Fähigkeiten lernen. Dann komm mal mit, Girl. Erstmal das schön hochpacken. Gott, mir schlottern schon die Knie, wenn ich daran denke, dass ich jetzt live versuchen muss herauszufinden, wie die Heldenkämpfe funktionieren. Ich stelle mich dabei meistens so blöd an. Deswegen habe ich das sonst immer auf meinen Videos offscreen gemacht. Repo hat sie so? Okay, Drachenaura auch noch draufkloppen und bitte nicht Repo vergessen. Okay, von wem nehme ich denn das jetzt gleich? Wen können wir denn dafür zum Erben verheizen? War das nicht einer dieser grünen Macho-Männer? Ja. Aber ich will halt nicht den nehmen, wenn der eine da ein Herz hat. Das hat doch bestimmt irgendwas zu bedeuten. So. Schnell noch lesen, bevor der Chat wieder weg ist. Drachenaura, okay. Von wem kriege ich Drachenaura? Obwohl, ich glaube, das war einmal Corrin, glaube ich. So, erstmal Repo. Das können wir noch einfach mitnehmen. Ach, einfach, weil es im Angebot ist. Auch wenn sie das nicht braucht. Okay, ah, da oben steht's. Camilla oder Female Corrin. Mal gucken, wer am ehesten da bei mir rumliegt. Wobei geht's vielleicht. Nee, habe ich hier leider nicht mehr. Oh Gott, könnte es sein, dass ich. Ich glaube, ich habe meine Corrin zuletzt verheizt. Oh. Sie hätte gestört und dann direkt mal den falschen Charakter aussondiert. Hoppala. Okay, das war ja leider auch der andere Account mit der Camilla. Oder? Ah, nee, doch, Glück gehabt. So. So, was nehmen wir noch einfach mit? Wilder Hieb oder Sturzflughieb? Machen wir es einfach so. Okay, gucken, dass ich nichts verpasst habe.
So. Ich habe heute 100 Orbs. Okay, ja, genau, das hatten wir ja vorhin schon. Ah, bitte, es tut immer noch weh zu lesen. Haha, Bigon, Sort. Ja, da habe ich absolut gar kein Problem mit. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wer jetzt bei Choose the Legends gewonnen hat. Informiert mich bitte. Ich muss das jetzt wissen und ich möchte nicht suchen gehen. So, und diesmal als erstes Repositioning nehmen. Das darf ich nicht wieder vergeigen. Merke gerade, dass ich Osterquirm habe. Haha. Das ist gut, der süße Kleine. Tu ihm nichts an. Hege und pflege ihn. Oh, nur noch eine Nino. Das ist cool. Das höre ich gerne. So. Ja, Summerlise. Ich hoffe es so sehr für dich. Müsste ja eigentlich. Und dann kann ich dann zu dem Zeitpunkt nochmal Summer Gaius versuchen zu kriegen. Da bin ich auch schon ganz heiß drauf. So, ich glaube, dann ist das Team soweit aufgestellt. Okay. So, nochmal angucken. Ja, ist eigentlich immer noch ziemlich nackt. B und C, wollen wir da nicht zumindest auch noch was aktivieren? Flieger bringt ja nichts. Sollte sie niederschlagen? Wird der Gegner nach dem Kampf ein Feld niederschlagen mitnehmen? Nee, oder? Was brauchen wir noch für B und C? Spontane Einfälle? Ah, okay. Ersten Sektor und Celica und Ephraim und Veronica. Ja, Veronica war das, was ich kurz gesehen hatte und bedachte so, huch. Oh Gott, ein neuer Ephraim! Und Hector, naja, aber Celica finde ich auch nicht schlecht. Schade. Kein Lance oder Bow oder Dagger oder Stuff Chrome. Aber naja, ich hatte gerade einen Chrome gekriegt. Ich bin eigentlich zufrieden und okay. Ich war mega happy, dass Veronica jetzt released werden muss. Ja, das finde ich auch gut, dass sie halt die Wahl auch dazu gelassen haben, dass Charaktere drankommen können, die nicht im Spiel sind bisher. Okay, dann haben wir SP für den Feinschliff. Ah, Feuerfalke. Guten Abend. Lang nicht mehr, richtig, richtig lang nicht mehr gesehen. Wow. Ich nehme bei den Brave-Versionen entweder Celica oder Veronica wegen Waifu-Faktor. Und das Design ist toll. So, soll ich jetzt noch spontan überlegen oder nehmen wir sie jetzt einfach so mit? Weil B und C sehr, da fühle ich mich halt, obwohl hier fehlt ja auch noch eine Menge. Genau, die Seals, da wollte ich auch noch mal fragen. Siegel. Zur Auswahl habe ich. Ach so, gar keine Skills erstmal. Okay, das. So, meine Seals, die ich habe. Resistenz plus 1, Nahverteidigung, KP, Yoto Schild, schwere Klinge, Dreistigkeit, flinke Riposte. Jetzt ist noch ärgerlicher, dass ich das bei Tiki mit Repositioning vergeigt habe. Giftklinge, Angriffraum, wilder Hieb, Verteidigung anspornen, Angriff verbessern, Geschwindigkeit verbessern, Verteidigung verstärken, Resistenz stärken, Geschwindigkeit gefährden, Verteidigungstrick, Paniktrick, Angriffrauch, Führung und das war's. Okay, flinke Riposte für Robin kommt sofort. So, was wollen wir Azura geben? Wie gesagt, diese Auswahl steht hier zur Verfügung.
Und dann könnt ihr vielleicht noch überlegen, was sich für Minerva und für Nachverteidigung. Okay. Wir tauschen die. Tiki und Minerva. Was wäre denn schick für sie? Ach ja, dass der Track auch überall laufen wird. Das ist so ärgerlich mit Nintendo. Ich mag es ja immer nicht, wenn der Videomanager so bescheiden aussieht. Und ja. Aber jetzt wird bei mir immer kein Attack Plus. Nein, Attack Plus habe ich leider nicht. Ich habe zwischenzeitlich, so ganz am Anfang, habe ich halt die Tempest nur bis. Also wenn überhaupt, habe ich sie dann nur bis 20.000 gemacht. Punkten. Und deswegen sind ganz, ganz viele andere noch nicht da drin mit bei. Oder war das eins, das jetzt erst rauskam? Dann habe ich einfach noch nicht so weit gespielt. Und ich habe ja, weil ich die Stories immer aufnehme. Du könntest gegebenenfalls auch noch Siegel bei neuen Quests bekommen. Okay, dann Homespeed. Also ich muss auf jeden Fall nochmal die ganzen Stories nächste Woche aufnehmen, damit ich halt diese ganzen Zusatzsachen kriege. Also die Refinery fehlt mir noch und ja, dass ich dann halt die Siege überhaupt nochmal selber einfach machen kann. Das ist. Ah, nein, ich bin noch nicht fertig. Also das fehlt auf jeden Fall auch noch. Ich habe die Tempest-Dinge auch nie wirklich gemacht. All die verschwendeten Chancen. Ja, so habe ich mich auch gefühlt, bis dann diese, also bis in diesen Mini-Tempest-Trials halt auch Wiederholungen waren. Und ich war sogar schon noch. Ne, ich glaube, ein Siegel wurde noch nicht wiederholt, aber. Also doch? Doch, doch. Ich glaube, ein Siegel wurde, glaube ich, schon mal wiederholt. Und ja. Ach so, einfach mal für. Ah nein, 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 nicht das, nicht das, nicht das. Führung, okay. Ja, Quickenpuls wurde wiederholt. Minerva einfach mal Führung. Okay, gut, das geht auch für die Fußeinheiten, dann ist ja alles gut. Ja, ich will eigentlich auch immer so die Helden haben. Größtenteils. Aber mittlerweile dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt einen Tag noch mal ein bisschen mehr, wie heißt das jetzt? Auto-Battle starte, dann kann das ja nicht so schwierig sein.